bisschen mehr, müssen mutiger werden. Mutiger sein bedeutet mehr gewinnen. So viel dazu. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da hat der Stift geguckt. Junge, 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 Junge. Hallo in die Runde und willkommen zurück zu einer weiteren entspannten Folge Star Citizen mit unserem Commander Bocky. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich sitze schon in unserer Vulture, denn das Konto von Commander Bocky bedarf ein bisschen Polsterung und wir müssen gemeinsam auch festlegen, was unser nächstes Ziel sein wird. Welches Schiff soll sich... Wurden wir gerade gerammt? Was will der denn? Wir sind zum Glück nicht kaputt gegangen. Wir wollen, okay, zurück zum Text. Ich habe mich gerade wahnsinnig erschrocken. Wir wollen gemeinsam das Konto von Commander Bocky ein bisschen auspolstern und rausfinden, wie... So, ich war gerade ein bisschen... mich ein bisschen erschrocken. Ich habe eigentlich vor, mit euch gemeinsam unseren Vulture Guide mal ordentlich auf die Probe zu stellen und mit Commander Bocky eine Stunde lang so viel Alpha UEC zu farmen, wie wir können, mit unserer Vulture im Jela Asteroidengürtel. Wir werden schauen, wie gut es funktioniert. Wir ziehen alle Registerkarten, im Zweifel Serverhopping und so weiter. Wir gucken, was geht. Dann wollte ich mit euch nebenbei, weil wir werden ja ein bisschen Zeit haben, drüber reden, was denn für unseren Commander das nächste Ziel sein soll. Wo soll es hingehen? Welches Schiff soll er sich kaufen? Was wollen wir gemeinsam erreichen? Wir haben jetzt unsere Vulture gekauft. Ich ziele noch so ein bisschen drauf ab, vielleicht den Mining-Game-Loop für uns zu erschließen. Das heißt, wir könnten uns einen Prospector kaufen oder wir sagen, vielleicht sollte Commander ein bisschen mehr Richtung Multicrew gehen, weil das war natürlich hier im Let's Play bisher noch nicht so häufig vertreten. Das heißt, dann könnte man sich überlegen, ob man vielleicht ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt und direkt eine Mole sich anschafft oder ähnliches. Da könnt ihr gerne mal in den Kommentaren eure Meinung da lassen, was der Commander Bocky sich als nächstes als Raumschiffziel stecken sollte. Vielleicht wird es auch ein größeres Kampfschiff. Wir schauen mal. Exploration können wir auch machen. Wir können auch sagen, wir zielen richtig hoch und sagen, vielleicht eine 600i oder so. Aber da gehen wir ein bisschen in die Konversation, können wir uns mal gemeinsam Gedanken machen, was das nächste Ziel sein soll. So, das Ganze läuft jetzt wie folgt. Ich gucke jetzt mal nach dem ersten Cleanup-Contract hier unter persönliche Savage-Aufträge. Da haben wir gerade keinen. Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir einen haben. So, da haben wir unsere erste Constellation Andromeda Cleanup-Mission. Und jetzt starte ich unsere Stunde. Ab sofort läuft es. Schnell mal loslegen, nicht dass wir hier jetzt unsere Zeit verschwenden. Wir wollen ja wissen, was wir mit unserem Commander hier in einer Stunde reißen können in unserer kleinen Vulture. Wir legen mal los. Mein Plan soweit ist, direkt die erste auch zu nutzen, um unseren Filler schon mal voll zu machen, für den Fall, dass jetzt nicht gleich wieder eine nächste Mission nachspawnt. Da gucken wir mal. Und danach immer schön Cleanup-Mission chainen. So gut wir können. Mit vollem Programm. Wenn jetzt nicht direkt wieder eine kommt, ne, wie gerade eben, dann Region switchen, auch kein Problem. Und natürlich entspannt sein. Und nichts übereilen. Ich will jetzt hier nicht dagegen fliegen. Aber Fractioning können wir natürlich schon mal fertig machen. Und dann, ganz ehrlich, ich bin selber gespannt, was der Commander heute an diesem Tag rausholt. Es gab ja schon einige Tests. Wir haben ein paar Testruns gemacht, auch im Stream. War viele Kommentare. Mal gucken, was wir rausholen können. Da ist die Andromeda. Dann nehmen wir uns entspannt ein bisschen mehr Zeit, um
gleich unseren Laderaum voll zu machen. So, und das reicht an Entfernung. Auf geht's. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir uns vielleicht... Also ich meine, die Taurus ist schon cool, auch zum Bounties machen. Mining-Schiff fehlt halt noch auf jeden Fall. Und auch die Origin-Schiffe, ich meine, die... Ich liebe die 600 Iener, das wäre natürlich eins der größeren Schiffe, die man sich vielleicht als Ziel setzen könnte. Oder halt eine Reclaimer. Auch cool. Für Multicrew. So, da sind die Teile am Start. Wir legen gleich mal los. Das große, da nehmen wir natürlich mit. Und dann gucken wir gleich nach der nächsten Mission. Kann ich nebenbei schon nach Mission gucken? Das wäre cool. Noch keine da. Und irgendwelche Leute haben gesagt, sie kriegen einen Crime-Stat. Ich kriege hier überhaupt keinen Crime-Stat. Nach wie vor nicht. Aber gut. Und ihr seht, die Überwachung ist an. So, wir sind voll. Wir checken direkt nochmal auf Mission. Wenn jetzt keine Mission da ist, ist der Ansatz, direkt auszusteigen, genau. Und hinterzulaufen in den Laderaum. Und erstmal Kisten umzuladen. Nebenbei immer wieder checken, bis die nächste Mission kommt. Wenn ihr euch denkt, ah, der hat überhaupt nicht seinen Kontostand notiert. Doch, habe ich. Unser Kontostand stand, als wir jetzt angefangen haben, bei 1.760.003. Gar nicht so einfach auszudrücken, diese Zahl. Vor allem so nebenbei. 1.763.399. Hallo? Treppe? Ach komm. Danke. Und bitte Auto-Eject. Und go. Und wir legen mal los. Wir können nebenbei natürlich schon wieder mal nach der Mission gucken. Schön. Hammerhead ist da, aber nichts für uns. Da kommt unsere erste Kiste. Die nächste Kiste kommt. Zeit genug, nochmal hier reinzugucken. Wäre schön, wenn man gleich persönlich öffnen kann. Kann man bestimmt. Ja, die Hammerhead hat schon jemand genommen. Eins weiter hinter. Auch gleich eins weiter hinter. Und da ist die Andromeda. Die nehmen wir natürlich. Jep. Und dann gehen wir wieder hoch. So, schnell zur Mission. Wo ist sie denn? Huh? Ist getrackt, oder? Haben wir getrackt. Ist getrackt. Fliegen wir... Ah, da. Da ist sie.
Ah, überhaupt nicht weit weg, sehr gut. Bisschen gefährlich nah an Grimhex. Manchmal hat man ja so Leute, die eine kleine Tour im Asteroidenfeld unternehmen und dann denkt man sich, oh, ein kleiner Salvager, welch ein schönes Ziel. Da geht's schon los. Mit Leuten, die uns nicht Gutes wollen. Aber dann versuchen wir einfach hier schnell das Ding anzuschmeißen. Und ihr seht, wir haben jetzt ein bisschen Platz im Filler. Wir könnten also den auch gleich nochmal voll machen nebenbei. Wenn nicht gleich die nächste Mission kommt. Wir schalten schon mal Fraction. Und hoffen, dass uns die drei Kriminellen da hinten nicht gleich an die Wäsche wollen. Da ist auch ein Spieler, habe ich gerade gesehen. Der habe ich ja keine Lust drauf. So. Drehen uns mal um. Und ran. Ran, ran, ran. Und Fractioning. Alles klar, geht los. Bisher ganz zufrieden. Wir wissen, unser Ziel, 2 Millionen. Das wäre cool. Aber mal gucken. Wenn wirklich die Wartezeiten zu lang wären zwischen den Missionen, einmal verkaufen fliegen. Was wäre denn euer Lieblingsschiff? Wo würdet ihr sagen, das ist ein Must-Have? Das braucht unser Commander auf jeden Fall. Schreibt mir das bitte mal in die Kommentare. Und dann gucken wir mal gemeinsam. Vielleicht machen wir auch eine Abstimmung. So. Mission erfüllt. Wir gucken gleich mal wieder rein. Vielleicht haben wir gleich Glück. Da, 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 da. Nee, gerade nicht. Dann zischen wir hier mal schnell ran. Das reicht da eigentlich in der Mitte. Dann nehmen wir den da. Noch kein Cleanup vorhanden. Wir könnten auch mal, wenn man hier ranfliegt, dann geht es am schnellsten. Zack. Und dann stehen wir mal auf, gehen schnell hinter, laden ein paar Kisten. Bis zur nächsten Mission. Und ich würde gern hier die Treppe am besten runterspringen, aber meistens wegen dieser Geschichte hier. Komm schon, da hinten rein. So, kurz hier auf Eject drücken, sonst passiert ja nichts mehr. Und dann, da kommt schon die nächste Kiste. Persönlich. Hammerhead Cleanup. Okay. Zack. Und weiter geht's. Ah, da ist die nächste Cleanup-Mission. Den nehmen wir direkt. Die Kiste können wir eigentlich noch überstellen, ne? Wie viel Zeit haben wir jetzt noch? Hinten ran. So, und wir gehen wieder hoch.
Es macht auch ein bisschen so als Challenge Spaß, ne? Möglichst effizient unterwegs sein. So. Wo ist die Mission? Wo ist die Mission? Wo ist die Mission? Ansonsten mal kurz die Zeit nutzen, um hier hochzufliegen. Von da aus haben wir einen guten Überblick und kommen eigentlich überall hin. Gib mir meinen Missionsmarker, bitte. Hallo? Bitte, bitte. Da. Da. Manchmal dauert es ein bisschen, bis der aufploppt. Dann hat man von hier, von OM1 oder OM2 immer einen ganz guten Überblick, um überall im Ring hinzukommen. So, wo ist unser Schiffchen? Da. Das sieht ja auch abgefahren aus hier. Mit diesem Kabel, was da aus dem Asteroiden kommt. Cool. So, wir gehen dann gleich auf Fraction. Dann, je nachdem, würde ich wahrscheinlich erstmal aufstehen und runtergehen und umladen. Und gucken, ob wir vielleicht noch ein bisschen mehr in unseren Filler bekommen in der Zwischenzeit. Bis zur nächsten Mission, meine ich jetzt. Ich glaube, ich könnte ein bisschen mutiger fliegen, aber zum Zeitsparen. Da ist sie. Und Fractioning läuft. Da läuft der Hase. Und derzeit können wir eigentlich gucken, ob vielleicht meistens, es können ja zwei spawnen, zumindest war es bisher bei mir so. Vielleicht schon einer da ist. Nee. Aber die Hammerheads werden offensichtlich auch gerade abgefarmt. Die sind sofort immer wieder raus. Bisschen Abstand halten. Uiuiuiui. Und wir gucken gleich mal rein. Theoretisch ist wahrscheinlich noch nicht gleich wieder einer da. Nee. Das heißt, wir stehen kurz auf und gehen hinten umladen. So viel Zeit muss sein. So, da kommt, glaube ich, gleich die erste Kiste raus. Und wenn wir die rübergepackt haben, genau so, dann können wir nochmal nachgucken. Da kommt schon die nächste. Ich klicke die immer ab, damit ich sehe, ob direkt was Neues dabei ist. Und hoch damit. Ja, diese Gefängnisaktion war ja eigentlich ganz witzig, aber ich hätte mir gewünscht in der letzten Folge, dass wir den Ausbruchsquest hätten machen können. Das habe ich jetzt schon mehrere Male versucht, mit euch gemeinsam zu machen. Und jedes Mal hat irgendwas nicht funktioniert. Entweder ich bekomme die Quest nicht oder die Quest ist verbuggt. Und das ist super schade, denn schlussendlich
ist die echt ganz cool. Dann kann man nämlich am Schluss in so einem abgestürzten Wrack an so einem Terminal seinen Crime-Stat löschen. Was einfach eine total geile Mechanik ist, finde ich. Also so als Gameplay für zwischendrin, wenn man denkt, oh, jetzt kann ich nicht Kristalle abbauen, sondern mich herauskämpfen quasi. Fand ich, ist eine total geniale Lösung für so eine Gefängnisgeschichte. Schade, dass das... Ah, jetzt dauert es länger. Das ist in Ordnung. Dafür machen wir das ja hier. Schön voll machen. Oh, komm, komm, ich will dich noch ein bisschen drehen. Zack. Und... Wupp. Können wir gleich nochmal gucken. In der Zwischenzeit. Noch nix. Ja, ihr seht, das ist ein bisschen unkalkulierbar. Jetzt bis jetzt ging es richtig flott. Und dann wird es eventuell jetzt gleich unsere erste Base, in der wir was verkaufen, fliegen. Und dann natürlich parallel immer gucken, ob eine kommt. Wenn eine kommt, sofort wieder hin. Ah, oh, 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 oh. Erstmal hier. Zack. Ah, was das? Gut. Das lief doch gut. Wir haben ja vorne noch was liegen. Wir haben ja vorne noch eine volle Ladung liegen. Das ist ja das Gute dran. So, und dann haben wir schnell den Dismantler rein. Und fliegen ganz nah ran. Dann geht das nämlich richtig schön schnell. Auch wenn wir es jetzt angeeckt haben, aber da können wir drüber gucken. Nein, leider nicht. Und schwupp. Und wir stehen wieder auf. Wir haben gesehen, wir haben noch keine Mission. Also direkt wieder in unseren Laderaum. Direkt wieder rein. Hat hier jemand einen Trick? Rückwärts vielleicht? Ja, rückwärts geht. Rückwärts runter ist der schnellste Weg. Verstehe. So, eject. Und wir gucken natürlich nach unseren Cleanup-Missions. Oh, komm, wir lernen die mal alle. Ja, die kommen gerade relativ fix. Das ist ein schöner Server. Ja. Gucken, wann was Gutes für uns kommt. Und zack. Hier noch einen drauf vorher, würde ich sagen. Ja, und dann hier hoch. Und hier rüber. Zack. Und dann da rein. Und dann Mission gucken. Gut, ich glaube, fliegende Runde verkaufen. Ich nehme es an. Man hätte wahrscheinlich hier noch eine Kiste vor uns stellen können. Können wir eigentlich noch machen, oder? Wenn man es nicht beeilt, dann nicht. Ah. Huch. Nee, nee, nee. Immer wieder schön sowas. Immer wieder schön. Komm, komm, komm. Hier durch. Steig bitte wieder ein. Dann sitzen wir jetzt hier vorne drin. Wir gucken nochmal nach der Mission. Gut. Alles klar. Dann heißt es für mich, wir gehen mal fix nach Grimhex. Und versuchen dort unsere Ladung loszuwerden. Wir können ja mal kurz hier noch ein bisschen dismanteln. Und diese 4 SCU da einsammeln. Hallo? Das
hat jetzt ein bisschen Zeit gekostet, diese Aktion. Zack. Auf, rüber geht's. Aufs Pad möchte ich eigentlich. Und dann Flux verkaufen. Mal kurz noch die Zeit nutzen, um nach Missionen zu gucken. Ist klar. Ja, wir gehen verkaufen. Das sind diese Phasen, die man dann halt nutzen muss. Wow, close call, Leute. Uiuiui. Habt ihr den Asteroiden gesehen? Oh Gott. Das war knapp, Leute. Das war knapp. So, mein Plan ist, ich würde jetzt ungern im Hangar landen, weil das natürlich ungemein viel Zeit kostet. Sondern ich würde gerne auf dem Pad landen. Wenn wir es sehen. Wenn jetzt natürlich explodieren, wäre das richtig bitter. Das da sieht nach Pad aus. Das sieht nach Pad aus, Leute. Ja. Ist da noch Platz für uns hier? Ihr habt doch hier alle. Da ist was frei. Da ist was frei. Landing complete. Und wir gehen fix raus. Oh, die Tür war noch offen. Das ist ja praktisch. Kurz natürlich Mission gucken, weil dann würde ich jetzt natürlich schon mal eine annehmen, wenn eine da ist. Ja, perfekt. Die nehmen wir uns schon mal. Dann haben wir schon mal eine sicher. Wir sind jetzt aber schon gelandet. Das heißt, wir gehen auf jeden Fall verkaufen. Alles andere wäre jetzt absoluter Quatsch. Wir haben leider das Pad bekommen, was am schlechtesten ist. Da wäre eins weiter unten besser gewesen. Aber flinke Füße. Der Verkauf sollte jetzt auch einiges bringen. Das heißt, wir machen da wahrscheinlich so quasi ein Äquivalent von 2 Missionen mit. Was eigentlich 6 Minuten sind, die wir anders nutzen könnten. Ne? Umgerechnet sozusagen. Jetzt sind wir noch nicht unten angekommen. Aber wir sind entspannt. Wir sind entspannt. Verkaufen können wir noch gut. Ich habe jetzt eigentlich keine Lust, hier lang zu warten. So, Drake Vulture. Sehr schön. Und ihr seht, 71.000 schon mal hierfür. Und dann gleich nochmal 60.000 dafür. So, das war's schon. Und jetzt linke Füße wieder zurück ins Schiff und los zur nächsten Mission.
bin mir gar nicht sicher, ob wir einen Fehler machen, indem wir es hier verkaufen. Also würden wir eventuell woanders mehr kriegen. Da können wir gleich nochmal einen Blick drauf werfen auf die Preise. Dann, aber es ist halt ein Zeitfaktor, ne? Also es ist eindeutig ein Zeitfaktor. Lieber dann Grimhex, weil dann ist man halt direkt wieder bei Yela, als dass man bis nach Seraphim Station düst. Ich glaube, da ist es wesentlich effizienter, wenn man es wirklich auf diese Zeitschiene schiebt, das Ganze hier zu machen. Wir können einen Replay nochmal genau gucken. Beziehungsweise, wenn wir das nächste Mal verkaufen fliegen. So. So langsam wird meine Stimme trocken hier beim ganzen Erzählen. Aber ich will das hier eigentlich auch gerne in Echtzeit machen für euch, ohne Schnitt. Denn es geht ja genau um diesen Zeitfaktor hier gerade. Sonst würde ich jetzt Salvagen, genauso wie es Mining eher als entspannte Variante des Gameplays sagen. Wenn man es jetzt aber wirklich hier auf diese Geschwindigkeitsgeschichte schiebt, dann ist es alles andere. Sondern hier bei uns geht es heute um Effizienz. Wenn jemand noch Ideen hat zur Effizienzsteigerung, auch gerne her damit. Immerhin ist das hier gerade unser Gelddrucker, den der Commander hat. Und natürlich, hallo, bitte angehen. Und natürlich nicht zu vergessen, müssen wir noch die VHRTs testen. Dazu brauchen wir aber noch ein bisschen Ruf. Das kommt, glaube ich, in der nächsten Folge. Können wir mal die Bounties noch ein bisschen aufleveln. Ist es das? Ja, Salvage. Ist nicht markiert als Mission, was ist da los? Egal. So. Ist es das da schon? Ja. Los geht's, auf geht's. Nächstes Wrack. Mutiger geworden, was die Geschwindigkeit angeht. Aber man muss sich dann natürlich auch ein bisschen anders annähern. Und Gegenschub. Jupp. Und da sind wir. Schnell ran an unsere Andromeda. Zack, geht los. Wir schauen schon mal rein. Kein Cleanup nebenbei frei. Na, ist okay. Schade, dass es ausgeht, ne? Wenn man natürlich noch jemanden dabei hat, dann ist es auch nicht mehr ganz so effizient. Wir machen das hier als Solo-Variante. Mal so ein Zwischenstand. Ich gucke mal kurz hier auf. Okay, wir haben die Hälfte. Die Hälfte ist vorbei. Mal sehen, was geht. Kurz mal ein bisschen weiter weg, damit sich das hier finden kann. Wir stehen auf, denn ich gehe davon aus, dass jetzt nicht sofort eine Mission kommt. Aber wir gucken natürlich mal kurz rein. Nee. Das bedeutet, wir gehen eine Runde umladen. Und hüpf. Oh, das ist gut, das spart Zeit. Endlich nicht mehr diese Leiter. Oh. Zack, und raus mit euch, raus mit dem Container. Kommt gerade kein Container, ne? Weil ich hier nicht drauf gedrückt habe, Leute. Was ist da los? Und da ist die Cleanup-Mission.
Mission. Die Cleanup Mission. Den packen wir mal noch weg hier. So viel Zeit muss sein. Zack. Und wieder hoch ins Cockpit, Jungs. Auf geht's. Los, Commander. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Auf ins Cockpit. Wir haben keine Zeit. Wir haben noch keine Zeit. So, das lassen wir jetzt links liegen, weil wir kriegen ja sowieso gleich neues Material. Easy going. Und wir sehen noch die Mission nicht. Das heißt, wir fliegen hoch. Und ein bisschen im Kreis drehen, bis unsere Mission aufploppt. Ja, das sieht gut aus. Salvage. Warum auch immer das nicht mehr markiert ist, aber das stellen wir jetzt einfach kurz mal nicht in Frage. Sondern machen einfach so weiter. So, wir fliegen hier kurz rum. Warten, dass ein Schiff kommt. Da. Das sieht gut aus. Das ist unsere nächste Andromeda. Bin sehr happy bisher, wie das läuft. Bin sehr happy. Oh. Oh, das war ein guter Anflug, der hat mir gefallen. Ran an die Luzi. So. Fracturing. Und bisher kam das noch nicht vor, ne? Dass es hier sich gedoppelt hat. Aber ist in Ordnung. Damit können wir auch leben. Ich würde noch nicht scoopen. Ich würde immer noch unten ausladen. Weil diese Bruchstücke, das eine hat ja 24 SCU, damit machen wir einmal komplett voll. Nicht, dass wir das so stückchenweise machen, das kostet dann wieder Zeit. Das wollen wir nicht. Ist gut, wir schaffen es tatsächlich so im Durchschnitt in 3 Minuten. Nicht 2,5, aber 3 Minuten ist auch okay. Abstand. Kurz in die Mission schauen. Hm. Komm, wir stehen kurz auf. Wir machen das kurz. Wir gehen ein bisschen umladen. Auch wenn das natürlich auch wieder Zeit kostet, ne? Aufstehen, hinterlaufen und so. Aber da ist ja auch Geld drin. Ist ja jetzt nicht so, als würden wir da Zeit verschwenden. Das zählt natürlich auch mit auf unseren Kontoverdienst. Was da noch reinkommt. Und eject. Du musst nach hinten, mein Freund. Und dich setzen wir um, dann gucken wir nach der nächsten Mission. So. Zack. Guck, guck, guck. Ah, noch nicht. Ich habe mich schon zu früh gefreut. Zu früh gefreut. Haben wir da jetzt einen Fehler gemacht? Doch, passt noch rein. Zack. Die nächste Kiste und nach der nächsten Kiste. Hallo? Oh nein, stürzen wir ab? Nein, alles gut. Dachte schon, der Server schmiert ab. Das wäre natürlich tragisch. Das wäre... nicht festklemmen. Oh, Leute. Können auch hier die Kiste gleich hochstellen hinten. Zack. Wieso blockiert das denn hier? Jungs. So können wir nicht arbeiten.
Das geht auf gar keinen Fall. Na, ist auch okay. Cutlass Cleanup. Nehmen wir mit. Komm, hier sitzt nicht mehr um hier noch. Zack. Und los geht's. Und schwuppdiwupp. Auf zur nächsten Mission, Leute. Wir lassen unseren Füller jetzt mal leer. Ah, oh, komm, wir nehmen den mit. Wir machen noch voll. Ich hoffe, das kostet uns nicht zu viel Zeit. Aber es geht eigentlich fix. Unser Zielmarker ist zumindest schon da. Fertig machen für unseren Quantum Drive. Zur nächsten Mission. So, es macht auch irgendwie Laune. So langsam, wenn man so drin ist. Ja. Jetzt haben wir auch einen Zielmarker gehabt, ist ja nett. Oh, das ist ja gefährlich mit diesem Asteroiden dort. Die dahinter. Ho, tückisch. Tückisch, tückisch, tückisch. Das ist ja gemein. Stellt euch vor, man zieht da, man fliegt volle Hütte da drauf zu. Das wäre ungut. So. Und Reaction Mode on. Da ist irgendwas aufgetaucht. Da hinten. Hallöchen. Dürften wir dich zerlegen? Danke. Und wir gucken gleich mal, ob vielleicht noch eine Andromeda nebenbei kommt. Das wäre doch nett. Das hat schon gereicht. Wir stehen gleich mal auf. Ich glaube, wir können auf jeden Fall eine Kiste umladen. Ich denke, da ist überhaupt nichts zu machen. Danke. Und hüpf. Gleich mal einen Blick hier reinwerfen. Ach. Ja, auf geht's mit den Kisten hier. Und eject. Da kommt gleich die nächste, Sumpi. Schade. Ich dachte schon, da wäre gleich was gekommen. Zack. Und den kann man noch umsetzen hier. Ich muss aber ein bisschen aufpassen. Ich habe schon Schiffe explodieren sehen durch Kisten. Und zwar einige. Jetzt gerade lässt es wieder auf sich warten. Tanken wollen wir nicht. Wir wollten natürlich nach Missionen gucken. Immer noch nicht. Wird das schon die nächste Fahrt
nach Grimhex. Das wäre nicht so gut. Muss ich gestehen, das wäre nicht so gut zeitlich. Wir können auch zur Sicherheit mal die Hammerhead-Mission rejecten. Aber ich glaube, die sind getrennt voneinander. Die nehmen sich, glaube ich, nicht den Missionsspot weg. Das täte mich wundern. Gibt es einen Shortcut dafür? Oh, da ist sie. Sehr schön. Ach, cool. Das freut mich aber sehr. Mitnehmen hier. Die 10 SCU nehmen wir auch mit, dann sind wir wieder voll. Auch noch bedenken, dass das dann in die Stunde mit reinzählt. Voller Filler, der wird natürlich dann auch noch geleert. Das sind ja ungefähr 80.000. Wupp. Wo ist unsere Mission? Hat sie sich irgendwo versteckt? Da hinten? Hier ist ein oben. Okay, wir fliegen mal hoch. Wir gucken mal von oben. Die Andromedas hatten ja aktuell so ein Markerproblem. Das kostet natürlich Zeit. Das ist nicht so gut. Da ist es. Das nehmen wir. Da ist ein roter. Mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Da ist unser Schiffchen. Wir geben Gas. Bisschen mehr. Müssen mutiger werden. Mutiger sein bedeutet mehr gewinnen. So viel dazu. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da hat der Stift geguckt. Junge, 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 Junge. Nicht so gut, nicht so gut. Da sind wir. Kurz einpendeln. Reaction Field schon mal einschalten und ran an die Kiste. Ich meine, bisher war es nicht der Fall, aber ich kann mich erinnern, dass es parallel mal zwei Angezeigte gab. Deswegen gucke ich immer in der Hoffnung, das ist so. Das wäre natürlich der Shit, ne? Wenn man eine gerade macht und man hat die nächste schon in der Pipeline. Wir haben noch genau 15 Minuten, Leute. 15 Minuten. Wenn der Wecker klingelt, fliegen wir zurück direkt. Also ich höre dann sofort auf, weil wir wollen das Ergebnis nicht verfälschen. Das, was wir dann haben, plus, also der Verkauf von dem, was dann noch im Laderaum ist und im Filler, das wird dann das finale Ergebnis für diese Folge sein. Auf jeden Fall ist es schön, den Kontostand wachsen zu sehen. Zumindest finde ich das. Hüpfen kurz natürlich raus, denn ich denke, die nächste Mission lässt uns zumindest ein, zwei Kisten noch umpacken, dann sind wir sowieso voll. Das heißt, danach wäre Verkaufen angesagt. Wo ich glaube, dass das dann tatsächlich unser zeitliches Ende wäre. Das heißt, wäre wahrscheinlich besser, so viele Missionen jetzt noch wie möglich zu machen.
Direkt mal gucken. Jetzt klemm dich nicht hier ein, bitte. Jetzt können wir hochhüpfen? Nee, ne? Nee. Machen wir aber keine Experimente hier. Sondern die Kiste da nach hinten. Genau. Und dann noch eine hier vorne drauf. Dann haben wir das Maximum. Und jawohl, gut funktioniert. Jetzt sind wir sowas von voll. Also es gibt, glaube ich, Experten, die es schaffen, hier vorne noch zwei hinzustellen, aber da muss ich noch üben, muss ich ehrlich sagen. Daran muss ich noch üben. So, wir sind voll. Ich würde trotzdem sagen, wenn jetzt nicht gleich eine Mission angezeigt wird, scoopen wir hier nochmal, damit der Filler voll ist. Aber ich würde ehrlich gesagt gerne noch... Da ist sie. Clean up. Perfekt. Das wollten wir doch. Und weiter geht's. Da ist sie gleich. Mega gut. Und mit Warp-Punkt. Perfekt. Direkt hin. Perfektes Timing. Und auch nah an Grimhex dran. Auch noch optimal. Ja, wir können nämlich dann von hier aus direkt nach Grimhex. Yes, sehr schön. Freut mich ein bisschen. So, schnell ranpirschen hier. Rapture mal was an. Und schwupp. Läuft. Wir sind ja hinten voll, das heißt, wir haben erstmal nichts weiter zu tun. Außer vielleicht noch die eine oder andere Mission abzugreifen. Wir können aber den Filler gleich noch voll machen, damit zumindest, wenn die Zeit zwischendurch abläuft, wenn wir unterwegs sind, wir noch einen vollen Filler haben. Das läuft. Sind wir voll. Ich würde mal den Kuss setzen nach Grimhex und vorsichtig fliegen, ne? Das wäre jetzt ärgerlich. Gut gefüllt. In der Hoffnung aber, dass noch eine Mission kommt, natürlich direkt nochmal gucken. Es wäre natürlich lieber, wenn wir jetzt noch eine Mission machen könnten. Das wäre effizienter. Wir haben noch 10 Minuten. Das kostet uns natürlich jetzt hier Zeit, die Nummer. Wäre mir lieber, wenn wir noch zwei Missionen schaffen würden. Wenn noch welche kommen.
Da sind aber viele Spieler gerade unterwegs. Das gefällt mir nicht so. Das gefällt mir nicht so. Komm, wir gucken nochmal nach einer Mission zwischen euch. Proximity-Warnung. Das ist Pad. Warnung wegen dem Warp-Antrieb. Quatsch mit Proximity, aber hier ist Proximity angesagt, Leute. Zack. Hallo, Pad. Hallo, Pad. Habt ihr ein Plätzle für mich? Da ist eine Silen. Cool. Hier irgendwo ist doch ein Plätzchen, oder? So. Landing Gear down. Landing complete. Sehr schön. Kurz mal Mission gucken, weil dann... Okay, keine Cleanup Mission. Wenn wir jetzt aufstehen, ist wahrscheinlich eine da. Ah, dammit. Das war blöd. Wir sind aufgestanden und unsere Triebwerke laufen noch. Ah, das kostet uns jetzt Zeit. Ärgerlich. Komm, wir gehen raus. Wir gehen verkaufen. Komm. Wenn wir nicht mehr reinkommen, kommen wir nicht mehr rein. That's it. Also ich denke, das sind jetzt... 5 Minuten. Die werden wir brauchen hier zum Verkaufen. Und dann haben wir natürlich noch den Filler drin. Den müssen wir noch ausladen. Aber ich denke, dann wissen wir ziemlich genau, was unser Einkommen ist. Bisschen Angst, dass meine Aufnahmeplatte voll läuft. Ja, das sollte jetzt gewesen sein. Schade. Oh, jetzt ist bestimmt hier eine da. Bestimmt ist eine da. Nee. Dann machen wir hier aktuell alles richtig. Zack, auf geht's zum Admin Panel. Die Walcher bitte. Oh yes. Und natürlich noch das, was wir im Filler haben. Vielleicht schaffen wir noch eine Mission. Vielleicht schaffen wir noch eine Mission. Ne? So abwegig ist es nicht. Flinke Füße. Linke Füße. Wobei. Wahrscheinlich läuft es auf Filler ausladen hinaus. Sind wir ehrlich. Silence ist schon ein hübsches Schiff. Gut, dass wir hier oben beim Pad Platz gekriegt haben. Das ist natürlich cool.
dicke Füße. Wenn wir jetzt... Wenn wir jetzt noch eine Mission kriegen, bevor der Wecker klingelt, würde ich die noch machen. Ich hoffe, das ist für alle okay. Überschreitet aber wahrscheinlich um eine Minute oder so unsere Zeit. Zwei. Ich würde gerne loslegen. Und Mission gucken. Ah, gar keine da. Na gut. Wir können die Zeit nutzen, um vielleicht nach Jela zu fliegen. Wir haben ja noch ein bisschen. Wir haben noch ein bisschen. Und genau noch 2 Minuten. Ich glaube, das war's. Aussichtspunkt. Wie gesagt, wenn noch eine Mission kommt, machen wir die noch. Ich denke, das war's. Da. Gucken wir mal. Wenn jetzt noch was reinkommt. Hammerhead Cleanup ist nichts für uns. Noch läuft's. Da drüben sind Leute am Satellitenzugang, da sehe ich das richtig. Sieht so aus, ne? Da. Constellation Phoenix. Komm, wir gucken uns das mal an, was ist da los? So ein Luxusliner hier. Gucken natürlich nebenbei immer noch nach einer Mission. Ja, wir wollen ja gucken. Okay, die machen wir noch. Danach ist vorbei. Ihr werdet es klingeln hören. Da ist die Mission. Die nehmen wir noch mit. Und dann machen wir gleich die Abrechnung zusammen. Bin selber gespannt. So. Direkt mal in die Wendung gehen. Oh, da klingelt der Timer. Ihr habt's gehört. Da klingelt der Timer. Alles klar, wir machen die noch. Die haben wir noch angenommen. So war der Deal. Und dann wird abgerechnet. Sicherheitstechnisch würde ich jetzt mal für den letzten Verkauf, auch weil ich den Unterschied für den, vielleicht für den Preis sehen möchte, zur Seraphim Station fliegen. Also ihr seht, Filler ist voll, ich kann nicht mehr schummeln. Wir machen nur noch hier diesen Fracturing-Prozess, kassieren die letzte Mission ab, dann geht's zur Seraphim Station und rechnen ab gemeinsam. Uiuiuiui. Das war cool. Das war ganz schön Tempo jetzt hier gerade mit euch gemeinsam. Zack, gut. Mission erledigt. Und wir gehen mal hier rein. Crusader, Seraphim Station, setzen die Router. Thank you.
Also, der Timer hat gebimmelt. Das war exakt auf eine Stunde gestellt seit Beginn der ersten Mission. Bis quasi Ende der letzten angefangenen Mission. Ich denke, damit können alle einverstanden sein. Wahrscheinlich liegen wir bei einer Stunde und einer Minute. Oder eine Stunde zwei. Für die genutzte Zeit, um jetzt hier diesen Test zu machen. Mit den Cleanup-Missions. So. Jetzt müssen wir nur noch andocken, ohne zu explodieren. Das ist ja auch nicht immer. Überhaupt, Leute, wir sind in keinen Asteroiden reingeflogen. Selbst beim Andocken bei Grimhex mit diesen dunklen Steinblöcken, in der, die da davor hocken und auf einen lauern in der Dunkelheit. Bin selber sehr begeistert. So, wollen wir aufs Pad gehen? Das geht schneller, oder? Da sind die Pads. Wir gehen aufs Pad. Schön abgebremst. Ganz schön voll das Pad, ha? Wird schon Platz für uns sein. Oft sieht man hier auch die Reclaimer stehen. Da ist schon die erste, sag ich ja. Die hier ordentlich die Hammerhead-Mission abfahren. Ich glaube, damit funktioniert es ehrlich gesagt besser. Und natürlich ist der Gewinn einfach massiv mehr. Also da machen wir uns nichts vor. Mit einer Reclaimer. Deswegen stehen ja auch einfach zwei Stück. Mit einer Reclaimer kann man hier so krass abkassieren gerade. Nee, doch nicht. Ist eine Carrack. Sehr schick. Ich mag Carracks. Und eine C2. Noch eine C2. Hier ist Platz für uns. Da passen wir hin. Da ist genug Platz für uns. Das nehmen wir. Hallo. Und eine Nomad. Nomads mag ich auch. Nomads mag ich auch. Man könnte auch überlegen, ob wir in den Handel einsteigen wollen mit unserem Commander. Das wäre noch eine gute Überlegung. Wir haben kein großes Handelsschiff. Also eine C2 könnte ein Finanzierungsziel sein, was wir angehen können. Darf ich hier auf dem Pad meinen Filler ausladen? Wisst ihr das? Den müssen wir ja noch ausladen. Ich glaube schon. Bin ja auf meinem Schiff. Ja. Eine C2 wäre zum Beispiel ein mögliches Ziel für unseren Commander. Auch ein sehr tolles Schiff. Damit können wir auch eine Menge Unfug anstellen. Ground Vehicles rumkutschieren und so weiter. Das würde ich mal auf die Liste packen. Aber ich glaube, am besten wäre es, wir machen mal eine Abstimmung oder so. Mit euch gemeinsam. Wir können ja mal so den ersten Poll machen, in dem die Leute reinschreiben, was sie so denken in den Kommentaren. Und dann sehen wir weiter. Gut, das wären jetzt 12 Kisten. Ich lasse das jetzt durchlaufen. Ne? Ihr könnt ja weiter skippen. Wir machen hier alles in Echtzeit. Keine Schnitte. Nicht, dass noch einer denkt, ich mogel hier noch eine Kiste dazu. Mit irgendwas. Machen wir nicht. Wir machen hier alles komplett einsichtig. Na? Das für ein Game Changer war jetzt mit diesem Patch, mit diesem Filler. Unfassbar. Ich kann mich noch erinnern, am Anfang jedes Mal bei jeder aller zwei Kisten da runterrennen. Mein Gott. Och, bitte jetzt nicht, ne? Nö. Danke. Das wäre jetzt einfach sehr ärgerlich. Zack. Ich möchte das jetzt schon gern noch mit euch gemeinsam verkaufen. Bisher habe ich aber noch keinen 30k gehabt. Wie ist das bei euch? Hattet ihr 30ks aktuell mit dem neuesten Patch? Ich muss sagen, das läuft sehr smooth bisher. Sehr, sehr cool. Nächste Folge gehen wir in die Bunker und probieren nochmal eine Bunkerfolge. Weil ganz ehrlich,
die letzte ist ja anders verlaufen als geplant. Na? Schwupp. Gleich haben wir es geschafft. Sind nur noch 6 Stück. Die Hälfte ist schon durch. Schwupp. Ansonsten wollte ich erstmal sagen, kann ich jetzt hier auch an dieser Stelle sagen, ich mache glaube ich nochmal so ein Endjahresvideo. Vielen, vielen Dank an alle, die hier abonniert haben und die hier immer mit dabei sind und schreiben. Es ist total verrückt. Ich meine, ich habe diesen Kanal im Oktober angefangen. Im Oktober. Und wir sind jetzt bei 300 Abonnenten. Hätte ich im Leben nicht gedacht, dass das so schnell geht. Also ich finde es schnell für meine persönliche Einschätzung. Ich weiß nicht, wie das sonst so ist. Ich freue mich auf jeden Fall mega, dass ihr alle dabei sind und dass wir wachsen hier als Community auf diesem Kanal. Bin sehr, sehr dankbar. Es macht einen riesen Spaß. Mir macht's Spaß. Ich hoffe euch auch. Ich gehe davon aus. Wenn ihr Kritik habt oder Anregungen, lasst wirklich, schreibt alles. Nehmt das gerne an. Wirklich. Und danke. Danke, dass ihr hier dabei seid. An euch schon mal hier an dieser Stelle. So, das war's. Letzte Kiste, oder? Letzte Kiste? Ne, eine kommt noch, oder? Tatsächlich, eine kommt noch. Dann oben noch. Noch eine voll machen. Sehr gut. Dann nichts. Na, hallo? Können wir auch hier stehen lassen. Gott. Bitte nicht explodieren. Wir gehen einfach. Wir gehen einfach. Gott. Ich habe so Angst, dass unser Schiff explodiert. Schnell, schnell, schnell. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen schnell verkaufen. Wir gucken nicht hin. Wir gucken nicht hin. Oh Gott. Bitte, bitte, bitte. Bitte halt das einfach aus. Muss nur noch der Fahrstuhl funktionieren. Da. Pad 3. Das sind wir. Vielleicht. Hallo? Geh doch bitte auf. Der war schon da. Der war doch da. Lobby. Junge, Junge, Junge. Wir wollen doch nicht, dass unser Schiff noch am Ende. Weg das Ding. So flinke Füße hier, während das noch lädt. Auf zum Admin. Wuppdiwupp. Frage mich, wieso die Verwaltung in der Galerie ist. Das frage ich mich schon, als es beim ersten Mal mir aufgefallen ist. Wieso ist die Verwaltung nicht in der Nähe der Flugdecks, sondern hier in so einem Shopping-Area? Herrschaften, Designer, erklärt's mir. Bitte. So. Schönen guten Tag. Hey. Der will mir es wahrscheinlich erklären. So.
Also, nochmal hier 66.000. Und dann nochmal ganz wenig hier, die 2. Nochmal 12.000. So. Und dann haben wir da 2.825.249. Das macht summa summarum für diese Folge einen Gewinn von 176.3399 und 282549. Zack. Also Leute, offizieller Gewinn unseres kleinen Tests. 1.061.850 Alpha UEC. So, an dieser Stelle nochmal mein Dank an die Leute, die mich da kritisiert haben. 2 Millionen war natürlich wirklich ein bisschen viel für das Tutorial. Gebe ich zu. Ist zu viel, schafft man nicht durch den Missionsrespawn. Optimalen Bedingungen, wenn die Missionen direkt hintereinander kommen, hatten wir ja auch, habt es gesehen, dann wäre das möglich unter den Bedingungen, wie wir es heute hier vorgefunden haben bei unserem Test, nicht. Trotzdem haben wir hier in einer Stunde 1 Million hingekriegt. Je nachdem, wie die Missionen spawnen, die können auch besser spawnen, kriegt man wahrscheinlich mehr hin. Ich glaube wirklich, nach wie vor glaube ich, 1,5 Millionen sind bestimmt unter Bedingungen machbar. Aber ganz ehrlich, ich bin mit 1.060.000, wenn man es mal rund macht, sehr zufrieden. Für eine Stunde Gameplay mit einem Schiff, was einem 1,2 Millionen Alpha UC kostet. Wir haben das, machen wir jetzt noch 2 Missionen, 3, hat man das Schiff rein. Also man hat es gekauft und nach 1,5 Stunden ist man wieder bei der Summe des Alpha UEC Geldes, was man für die Vulture ausgegeben hat. Finde ich echt aktuell unter den Bedingungen ein guter Weg, gerade als Einsteiger, sich vielleicht das ein oder andere Schiff zu erarbeiten. Ja. Und Commander Bocky hatte trotzdem Spaß. Ich hatte gerade sehr viel Spaß. Jetzt bin ich auch auf der Suche nach einer Bar. Eine Bar muss immer sein am Ende. Ich glaube, die ist hier hinten. Schön auf jeden Fall, dass ihr hier mit dabei wart. Ich schreibe nochmal die ganzen Kerndaten unseres Tests auf. Da ist der Food Court. Der ist super. Hier bin ich sehr gern. Da. Von wegen Bar. Unser Commander Bocky geht jetzt zu den Nudeln, die man hier leider noch nicht essen kann. Wir haben uns ja alle tot gefreut, als wir in Pyro endlich Nudeln essen dürfen. Vielen Dank. Wir essen jetzt hier eine Runde Nudeln mit unserem Commander Bocky. Schön, dass ihr mit dabei wart und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Hi. Thanks for coming in. Ciao.